So, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Happy Story. Es geht wieder weiter. Weiter, weiter. But she had to press on. I want to go home now. Ich kann jetzt nicht mal mehr sprinten. Wusch. Wo auch immer wir gerade hingekommen sind. Ja. Ah, dann bist du ein bisschen an die Welten zusammenstellen, an Bastion. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel. So, hier steht mir was im Weg. Da steht mir auch wieder was im Weg. Verlorene Wüste. Wir durchkämmen gerade die ganzen Ebenen, die wir hatten. Das ist zum Beispiel Eis. Das müsste eigentlich noch... Okay, jetzt kommt das dran. Wo bin ich? Ja, hey. Witzig. Wie heiße ich? Jetzt habe ich die ersten beiden vorhin nicht gesehen gehabt, was da schon stand. Mein Name ist... Eine Kranke. Ein Krankenhaus. Dein Name? Dein Name ist Epi Story. Mhm. Tja, wir haben das Spiel anscheinend durchgespielt. Sollten wir danach noch weiterspielen können, werden wir das tun, weil da fehlt noch ein Stück, was wir machen müssen. Aber auf jeden Fall sehr liebevoll gestaltet, das Spiel. Lauschen wir einfach mal der Outro-Musik. Schön. Schön, schön. Gucken wir, ob ich weitermachen kann. Durchaus. Aber wahrscheinlich würde ich da wieder anfangen, wo ich vorhin angefangen hatte. Gut. Längste Fehlerverschnitt 141. Ich glaube, das hat sich nicht geändert seit dem letzten Mal, wo wir raufgeschaut haben. 49.315 Schritte insgesamt. Ich glaube... Oh, ne, jetzt fange ich wieder die Brücke an. Okay.
Wir haben es also durchgespielt, Wüstenträume. Wir können durchaus aber noch weitermachen. Da unten ist zum Beispiel noch ein Nest. Ich glaube, das leuchtet noch. Ist also noch aktiv. Nein. Komisch, sieht aus, als ob es noch leuchten würde. Gut, dann gehen wir jetzt mal dem nächsten. Ich meine, wir haben noch so viel eigentlich zu tun hier. Ups. Oh, leck mich. Fangen wir hier an, denn hier müssen wir noch durch das eine, über das eine Wasserding. Schließlich möchten wir ja maximales Level erreichen, richtig? Und auch alle Kisten holen. Und damit haben wir auf jeden Fall das Maximum. Nee, noch nicht vorbei. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Vielleicht gibt es auch gar nicht so viel. Oh, doch, hat schon ein bisschen was gegeben. So, was jetzt? Da oben ist noch ein Baum. Okay, das ist der vergessene Wald. Alles klar. Da war die ertrinkenden Hallen. Haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Hier fehlt, glaube ich, noch das Nest. Heißt, ich gehe jetzt mal zum Eisgrab. Mal. Und da ist auch noch eine Kiste. Ja, muss ich, glaube ich, so lang laufen. Anders komme ich da. Doch, hier komme ich lang. It was a good sadness. An honest sadness. Ich glaube 155.000 habe ich dafür gebraucht gehabt. Das hätte man wahrscheinlich auch noch vorher machen können, aber es ist auch nicht so schlimm. Oder habe ich sogar noch eins? Meine Güte. Ach stimmt, jetzt wird man auf die Brücke geschmissen und so gesehen hat man es dann einfach abgeschlossen, das Spiel. Wenn man da durchgelaufen ist. Man kann natürlich sich dann auch noch weiter bewegen, das finde ich nicht schlecht. Biene. Schade. Schabe. Meine Güte. Juhu. Erfahrung. Ganz viel Erfahrung. Damit haben wir fast das Level. Hundertzwanzigtausend, na gut, geht eigentlich. Was haben wir unten noch Schönes? Ah ja, das Nest noch. 120.000 Erfahrung. Tut sich noch ein kleines, hoi, noch ein kleines Gebiet auf. Ist wahrscheinlich noch ein Nest, ja, war klar. Das war klar. Ich brauche eigentlich nur noch eins. Und nicht mal ein Nest brauche ich unbedingt. Ah, oh, sogar ein großes Nest. Holy shit. Gut, dann auf geht's. Tschu. Haha. Ja, durchaus haben wir hier ein kleines Problemchen oder auch nicht. Alles in Ordnung. Demgemäß, alles klar. Malzkaffee. Oh mein Gott. Totenköpfe. Mein Gott, der war ein bisschen knapp, muss ich sagen.
Aber ich versuche so ein bisschen den Blitz auszunutzen, aber das ist nicht immer eine super Idee. Hi, Großmutter. Was? Der ist nicht übergesprungen? Wie dumm ist das denn? Sentenziös. Wieder mal. Auf jeden Fall habe ich das Maximum-Level erreicht. Torpfosten. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Komm, lass mich dein Wort verbrennen. Bestimmt so ein mega langes Wort. Irgendwann muss man da so ein tausendsilbiges Wort kommen. Okay, ich kann es nicht mal lesen, so lang ist das. Bitte? Haha! Nein, ich hab's doch geschrieben! Oh mein Gott, es hat nur noch eine Sekunde gefehlt! Wenn ich mal eine Sekunde mehr hätte, aber du hast da keine Zeit für die Scheiße! Oh mein Gott, Alter! Nein, ey, das war so close, Mann! Gut, alles wieder vorne, kein Problem. Dachte ich mir, irgendwann muss sowas nämlich mal kommen. Wäre nämlich langweilig, wenn nicht. Aber ich hätte das Wort vielleicht mal richtig lesen sollen erstmal, damit ich weiß, worum es geht denn da überhaupt. Scheiße, ey. Das ist mir jetzt wirklich nervig. Der Herr der Ringe, alles klar. Wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, eine Sekunde mehr Zeit. Aber du hast ja, dauert ja erstmal 2 Minuten, bis er da ist, weißt du? Das ist auch total behindert. Ich habe auch sehr viele Fehler gemacht in dem Wort. Das war jetzt nicht so toll. Komm nicht nach das Schwere? Oder war das schon? So, mach kurze Pause und wir nutzen im nächsten Part dann wieder von Epistory. Ich muss diese Scheiße hinkriegen. Das ist der allerletzte Dungeon und der schwierigste überhaupt in dem Scheißspiel. Da freue ich mich schon drauf. 1000 Erfahrungen fehlen uns noch. Haben wir noch irgendwas, was uns irgendwas bringt? Ne, oder? Vielleicht sollte ich da auch Wind nehmen für diesen... Nicht immer nur Blitz.
Gut, wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.